Am 22. März fand im Theater Eisleben die Premiere vom Haufen Aufruhr Fortschritt 2 statt. Diese Produktion ist eine vom Theater Eisleben in Zusammenarbeit mit dem Cobra Theater und dem Fachbereich Soziale Arbeit, Medienkultur der Hochschule Merseburg im Lehrgebiet Theater als soziale Kunst im Rahmen des Projektes Bauernkriegspanorama. So begrüßte der Intendant des Theaters Eisleben Ulrich Fischer die zahlreichen Anwesenden an diesem Abend. Heute bei diesem Projekt ist das alles ganz anders. Als wir vor über 2 Jahren starteten, da gab es nur die Idee, aber es gab noch gar kein Theaterstück und auch noch gar keine genaue Vorstellung, wie der Abend verlaufen wird. Und wir sind also nicht allein, sondern wir haben als Partner das Cobra Theater Cobra und die Hochschule Merseburg. Und diese drei Partner haben auch noch nie zusammengearbeitet und sie haben auch völlig andere Arbeitsweisen. Also eine Hochschule ist klar, aber ein freies Theater arbeitet ganz anders als so ein Theater, wie ich es habe. Also das war auch spannend. Und es blieb spannend bis zum Schluss eigentlich, bis zur Generalprobe. Und jetzt wird es noch spannender. Das Ganze können wir natürlich nicht so einfach produzieren, sondern wir brauchen da kräftige und starke Partner, die das Ganze zum Teil überhaupt angeschoben haben. Denn wir haben die Bundeskulturstiftung im Boot oder andersrum, sie hat uns im Boot. Die Bundeskulturstiftung hat ein Projekt ausgeschrieben deutschlandweit und daraufhin haben sich das Cobra Theater Cobra und wir und die Merseburger Hochschule beworben und wir haben es bekommen. Und ich bin sehr froh, dass eine Mitarbeiterin und nicht nur irgendeine Mitarbeiterin der Bundeskulturstiftung, sondern die Chefin dieses Projektes mit dem Titel Jupiter, also Gott, Göttervater, also etwas ganz Großartiges, dass sie hier ist und ich übergebe das Wort an Theresa Daria. Das ist ein Programm, das nennt sich Jupiter. Wir haben uns mit dem Programm, mit der Kulturstiftung des Bundes zur Aufgabe gemacht und das Ziel gesetzt, die darstellenden Künste für junges Publikum zu fördern, also junges Publikum mehr ins Theater zu holen und das Theater für junges Publikum zu stärken. Und wir sind total froh, dass wir das gemeinsam machen konnten. 26 Produktionen bundesweit werden gefördert in dem Programm. Und besonders froh sind wir, dass Eisleben dabei sind, weil wir unseren Stiftungssitz nämlich auch in Halle an der Saale haben. Und das ist natürlich eine Nähe, die uns sehr gut gefällt. Genau, und bei dem Programm Jupiter geht es ja auch um junges Publikum. Und ihr habt euch das Bauernkriegspanorama ausgesucht. Es geht um Krieg, Krisen, und aber auch um Hoffnung. Und ihr habt euch auf den Weg gemacht, das gemeinsam mit der Bevölkerung, mit jungen Menschen zu besprechen, auseinanderzunehmen, weiterzubauen, weiterzudenken. Und was könnte es gerade Wichtigeres geben, als in diesen Zeiten genau an diesen Themen in Austausch zu treten, gemeinsam an den großen Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens weiterzudenken. Und wir wünschen uns mehr davon und freuen uns sehr auf den Abend und danken herzlich an alle, die jetzt sozusagen das Stück mit uns gemeinsam gefördert haben, das Projekt mit uns gemeinsam gefördert haben. Das Projekt Bauernkriegspanorama wird gefördert durch den Fonds Jupiter der Kulturstiftung des Bundes von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zudem wird das Projekt gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Mansfeld-Südharz. Mann, bin ich geschafft. Danke. Ich habe vielleicht einen Durst, wenn ich mein Glas Wasser bekomme. Ist das auch gefiltert? Wir sind hier im Theater. Alles ist gefiltert. Ja, dann ist ja gut, dann geht es. Sind Sie umhergelaufen? Ja, ich muss in Bewegung bleiben wegen des Hurricane. Was? Wegen der Überschwemmungen. Dürre, Krisen, Katastrophen. Es wird eine Flut, eine Sturmflut geben. Ich muss mich vorbereiten. Wenn der Hurricane kommt, dann muss ich im Zentrum sein. Im Auge des Hurricane. Da herrscht Stille. Warum sagst du das jetzt alles? Ich bereite mich vor. Überschwemmungen, Hitze, Hagel werden zunehmen. Es wird Versorgungsknappheiten geben, wie wir sie bisher nicht kannten. Besonders die Armen im globalen Süden werden noch stärker darunter leiden. Es werden einfach unfassbar viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und sich auf den Weg machen. Ja, und Europa wird seine Grenzen noch mehr schützen. Die Ungleichheiten werden ins Unermessliche wachsen. Es wird Bürgerkriege geben. Dieser Weltuntergang.
Untergang ist kein Ausknüpfen, sondern ein Elend über Jahrhunderte. Und deshalb gehe ich nach Unterrissdorf in den Fortschrittsschacht 2. Ich finde das einfach nicht schön, was du sagst. Und irgendwie belastend. Im Zentrum des Sturms. Da bleibe ich lieber am Rand, alle Schiene vorbeiziehen lassen. Nicht aufregen, nicht erwarten, nicht enttäuscht sehen. Eine ruhige Kugel schieben. Das geht vorbei. Alles geht vorbei. Ja, du gehst auch vorbei. Und ich habe keine Lust, dich aufzusammeln. Aber wir brauchen euch doch beide hier. Und die Wasserströme werden sich erheben, dass den Menschen die Lust vergeht zu leben. Ja. Und die Menschen werden versuchen, der Flut zu entfliehen. Ja. Wer aber der Flut entfliehen will, den wird sie verschlingen. Junge, gilt ihr euch? Sturm, Flut, Hurricane? Die Nacht ist vergangen, aber der Tag ist hinzukommen. Aber ich frage euch, meine Brüder, meine Schwestern, was haben wir vergessen?